Chicago im Burgenland schaut ja, wie man sieht, nicht wirklich aus wie in Chicago. Es gibt eine ganz spezielle Geschichte zu diesem Ort. Und zwar soll meines Wissens nach noch vor dem Ersten Weltkrieg ein Rückkehrer hergekommen sein und gesagt haben, wie er die Baugruben, die da offen waren, gesehen hat, ja, es baut ja da wer in Chicago, hat er so als weltgewandter Herr gesagt. Und das hat den Dorfoberen so gefallen, dass man das dann schließlich tatsächlich als offiziellen Namen ins Grundbuch geschrieben hat. Ich schreibe manchmal monatelang nichts, aber ich denke sehr viel nach drüber. Ich plotte, wie man so schön sagt. Ich entwickle die Konzeption in meinem Kopf und man kann es wirklich zusammenfassen mit, ich denke sehr scharf noch über die Dinge. Ich glaube, dass unsere Geschichtsschreibung bis ganz weit ins 20. Jahrhundert hinein dazu geneigt hat, immer nur so die Geschichte von Kaisern und Königen zu erzählen. Und mich hat aber interessiert, wie sind ganz einfache Leute damit umgegangen. Weil die Leute, die zum Beispiel aus Afghanistan zu uns kommen, das sind auch ganz einfache Leute. Und die Burgenländer, die damals ausgewandert sind, das waren auch wirklich sehr einfache Leute. Und das heißt aber nicht, dass die dämlich sind, wenn man sagt, sie sind einfach, sondern sie haben halt nicht, sie haben halt keinen Jargon, keinen bildungsbürgerlichen. Sie setzen das vielleicht zu anderen Erfahrungen, die sie oder ihre Nächsten gemacht haben in Beziehung, als das bürgerliche Leute machen würden. Und mich hat das interessiert. Ich habe auch das Gefühl, dass man einen Vergleich ziehen kann zwischen den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und jetzt. Viele Leute sagen, nein, das kann man nicht. Ein Vergleich zu ziehen bedeutet nicht, dass es haargenau gleich ist und bedeutet auch nicht, dass es genau gleich ausgehen wird. Aber es gibt gewisse Tendenzen, die man vielleicht im Ansatz erkennen könnte und mit denen man sich beschäftigen könnte, dass es dann nicht zu einer wie auch immer gelagerten Katastrophe kommt im Nachhinein. Und ich finde es sogar wichtig, diese Parallelen zu ziehen und aufzuzeigen. Und es liegen ja Parallelen auch wirklich oft im Atmosphärischen, in einer gewissen Sprache, die verwendet wird, eben in Vergleichen, die gezogen werden. Ich sage nur Menschenmaterial, ne? Die man sich besser früher als später vor Augen führen sollte.